Ja, und die Corona-Lockdowns, die haben auch den Wintersport verändert. Seit dem letzten Jahr boomt nämlich das Skitourengehen. Und davon profitieren Skihersteller wie Blitzerski, die hier in Mittersil ihr Zuhause haben und das seit über 70 Jahren. Der Gründer von Blitzerski, Anton Arnsteiner, der hat die ersten Ski noch von Hand in seiner Werkstatt, in seiner Tischlerei gefertigt. Und auch heute noch ist die Skiherstellung bei Blitzerski reine Handarbeit. Einer der zentralen Leitbetriebe in Mittersil ist die Firma Blitzart und das seit mehr als 75 Jahren. Seit 2006 ist das Unternehmen Teil der italienischen Technica Group und hat sich zum Ski Excellence Center des Konzerns entwickelt. Hier schlägt das Herz für den Skisport. Ja, es ist völlig richtig. Natürlich ist bei Blitzart immer das Herz für Ski das Große gewesen und wir haben große Expertise, großes Know-how im Bereich Skibau, Skientwicklung. Das haben wir alles hier im Haus in Mittersil. Dadurch ist es seit vielen Jahren Fakt, dass wir also versuchen, die bestmöglichen Produkte auf den Markt zu bringen, in allen Zielgruppen, in allen Einsatzbereichen. Dafür haben wir natürlich auch perfektes Team und eine perfekte Mannschaft hier in Mittersil. In den Produktionshallen in Mittersil wird der Faktor Mensch großgeschrieben. Handcrafted, handmade in Austria steht nicht umsonst auf jedem einzelnen hier produzierten Ski. Alles, was wir hier in Mittersil produzieren, zuerst entwickeln, planen und dann produzieren, da trifft wirklich die Aussage handmade in Mittersil zu. Man kann das in der Produktion unten sehen, wie viele Handgriffe zum Zusammenbau von so einem Ski notwendig sind. Und obwohl manche Segmente stark im Wachsen sind, stark boomen, wir haben natürlich nicht die riesengroßen Stückzahlen, dass man das alles automatisieren könnte. Deswegen auch der Begriff Handmade in Austria, weil hier wirklich viele Handgriffe, viele Arbeitsschritte tatsächlich von den Menschen, von den Mitarbeitern, von den Kollegen per Hand ausgeführt werden, damit eben so ein High-Performance-Produkt entsteht. Die tragende Säule der Mittersiller Traditionsmarke sind seit Jahrzehnten die Alpinski. Das sind sie auch heute noch, aber der aktuell boomendste Sektor ist das Segment der Tourenski. Bei Blitzart hat man diesen Trend vor einigen Jahren aufgegriffen und angefangen, an innovativen Lösungen zu arbeiten. Jeder Sport, speziell der Tourensport, macht nur so viel Spaß, so gut auch die Ausrüstung ist. Und da sind wir bei Blitzart sicher zu einer Lösung gekommen, wo wir sagen, wir können optimal kombinieren die Leichtigkeit für den Aufstieg. Aufgrund, dass wir verschiedenste Materialien verwenden, Carbon, leichte Holzkerne, die das Carbon in einer ganz speziellen Art angeordnet ist am Ski, wo wir Leichtigkeit erzielen, die also dem Tourengeher das nach oben gehen, das Bergaufgehen erleichtern. Und wo wir aber andererseits hohe Performance, hohe Laufruhe, perfekten Kantengriff, einfach alles in allem Sicherheit und ein gutes Gefühl zum Runterfahren, das genauso wichtig ist oder das auch ein Teil des Tourengehens ist, erreichen. Blitzer Tourenski gibt es mittlerweile für alle möglichen Einsatzbereiche, sowohl für Damen als auch für Herren. Die Mittersiller sind hier gut aufgestellt und das ist ein weiterer wichtiger Faktor zur Absicherung des Produktionsstandortes. Der Standort Mittersil ist gefestigt, weil wir alle hochwertigen, aufwendigen, schwierigen Konstruktionen und Bauweisen von Skiern hier im Standort Mittersil produzieren. Einerseits im Turnbereich, andererseits auch im Alpinbereich. Durch das, dass wir jetzt natürlich einen großen Mengenzuwachs im Tourenbereich haben, spielt es dem Standort Mittersil natürlich in die Hände. Das heißt, der Standort Mittersil ist dadurch sicherlich gesichert.